E-Bike-Tuner, ich möchte euch heute das Highbike Esduro Cross RC 28 Zoll aus dem Jahr 2015 vorstellen bzw. zeigen und testen, zusammen mit dem Blackpad Tuning Chip. Und zwar haben wir uns gefragt, ob das Highbike mit zwei Kettenblättern vorne genauso schnell sein kann wie der Bosch CX Motor. Denn man weiß ja, dass der Yamaha Motor bei höheren Drehzahlen einfach nicht kein Drehmoment mehr hat, und bei zwei Kettenblättern vorne hätte der ja den Vorteil, dass man dann sozusagen wieder hochschalten kann. Zunächst einmal zum E-Bike selber. Sie sehen, das ist ein Crossrad, und das ist, wenn man das anschaut, ist es ein sehr schönes Fahrrad. Sie sehen da die blauen Streifen, gelbe Elemente auf den Felgen, auch blaue Streifen. Und das sieht wirklich optisch sehr gut aus. Also mir gefällt es sogar besser als das gelbe Highbike Mountainbike, was wir haben. Optisch top. Sieht auch sehr hochwertig aus. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen durchgehen, was das E-Bike alles hat an Teilen. Fange ich mal an in der Mitte. Und zwar ist das der Shimano XT Umwerfer. Und mit zwei Kettenblättern vorne, 48 Zähne der große und 36 Zähne der kleine. Dann haben wir hinten auch Shimano XT, 11 bis 36 Zähne, 10 Ritzel, das heißt insgesamt 20 Gang. Dann haben wir den Akku, 400 Wattstunden Akku. Sattel sehr unbequem, am besten gleich beim Kauf austauschen, nach 10 Minuten können Sie nicht mehr drauf fahren. Dann haben wir hinten Shimano XT Bremsen, sehr gute Bremsen, ja, also, und dazu sage ich später noch was. Vorne auch Shimano XT Bremsen, in der Mitte sehr schöne blaue Narben. Dann hier Shimano XT Schalthebel. Und zwei Schalthebel zum Schalten. Rechts ist hinten und links ist vorne. Auch Shimano XT. Zum Motor selber. Sie haben hier keinen USB-Anschluss wie beim 2016er. Aber dafür haben Sie hier eine Temperaturanzeige. Und das sollte das natürlich alles wieder wettmachen. Und dann zur Federgabel. Das ist leider keine Luftfedergabel. Leider. Aber ansonsten, ich bin schon mit dem E-Bike rumgefahren und das E-Bike gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sich ein E-Bike kaufen, kaufen Sie sich kein, sparen Sie nicht daran, an diesen 200, 300 Euro. Geben Sie diese 200, 300 Euro mehr aus und kaufen Sie sich wirklich eine Shimano XT Ausstattung. Ja. Besonders Schaltung und Bremsen. Das ist wirklich ein Muss. Und der Shimano XT beim E-Bike gar nicht, also überhaupt nicht machen. Und zwar haben wir ja das gelbe Mountainbike und das hat Tektro Bremsen, hat auch kein Shimano XT Getriebe sozusagen, und das ist schlecht, ja, das ist wirklich schlecht. Also Sie brauchen das mindestens Shimano XT, das müssen Sie sich merken. Wenn Sie, kaufen Sie sich lieber ein E-Bike vom Vorjahr, dann haben Sie XT drauf und dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Sie haben sehr gute Bremsen, sehr gute Schaltung. So, jetzt interessiert uns natürlich die Fahrt. Wie schnell kann ich mit dem Blackpad Tuning Chip fahren mit dem E-Bike? Natürlich hat es schmale Reifen und sie haben weniger Rollwiderstand als bei einem Mountainbike. Und das Fahrrad wiegt 20,7 Kilo. Der Tuning Chip ist hier eingebaut. Jetzt starte ich den. Genau, und jetzt werde ich eine Fahrt machen und mich selber dabei filmen, und danach werde ich das Fazit sagen.
jetzt bin ich eine Strecke gefahren, Sie haben es gesehen. Die Maximalgeschwindigkeit war 45 km/h in der Ebene am Ende. Leider konnte man auf dem Smartphone nicht viel sehen wegen der Sonneneinstrahlung. Aber da steht 45 km/h. Und Sie können einfach das, was hier auf dem E-Bike-Display ist, verdoppeln. Der Teiler ist genau auf 2 eingestellt. 45 km/h mit dem großen Kettenblatt, mit dem letzten Gang, also mit dem kleinsten Ritzel. Damit könnte man schon eine längere Fahrt fahren, ist aber auch sehr anstrengend, für mich zumindest. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, wenn Sie ein E-Bike besitzen mit einem Kettenblatt vorne und Sie wollen schneller fahren, dann machen Sie sich einfach vorne ein 44-Zahn-Kettenblatt rein. Dann ist es allround. Also Sie können dann den Berg hoch fahren und Sie können dann auch in der Ebene 40, 45 fahren, wenn Sie schnell genug kurbeln. Und es wird Ihnen vollkommen reichen. Sie brauchen vorne nicht unbedingt zwei Kettenblätter. Nochmal kurz zum Schalten. Wenn man hier anschaut, beim Highbike sieht man ja die RPM, also die Umdrehungszahl der Kurbel. Und dann muss man ungefähr bei 80 schalten. Hochschalten oder runterschalten. Also wenn Sie beschleunigen wollen, dann runterschalten sozusagen hinten. Weil wenn Sie zu früh runterschalten, dann haben Sie nicht genug Drehmoment, um zu beschleunigen. Also wenn Sie jetzt bei 60 runterschalten oder bei 70, ist schwer. Also wissen lieber im Auto, haben Sie sozusagen eine Schwelle, bei der Sie dann runterschalten müssen. Und das ist hier ungefähr 80 bis, ja, 80. 80 Umdrehungen pro Minute. Und dann beschleunigen Sie einfach immer weiter, als ob Sie wie beim Auto schalten. Also mein Fazit zum Schnellfahren. Sie wollen schnell fahren? Crossrad. Ja. Schwierig wird es natürlich, wenn Sie jetzt in den Wald gehen und dann irgendwelche Sachen anstellen, Sie wissen schon. Dann lieber ein Mountainbike mit zwei Kettenblättern vorne. Oder gar kein. Oder nur einfach nur ein Kettenblatt vorne. Ja, mit 44 Zähnen einfach auswechseln. Pedale auswechseln, Sattel auswechseln, Griffe auswechseln, Ständer dran. Und dann haben Sie ein sehr gutes E-Bike, damit fahren Sie die nächsten 5 Jahre. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und fahren Sie vernünftig.